Und damit haben wir wirklich eine neue Folge auf dem Kanal. Heute hat es auf iPhone 4. Und wir machen heute wirklich diese kleine Kampagne. Ich bin ein Anfänger. Und deswegen mache ich es auf Baby Light. Ich bin wirklich ein Anfänger. Es tut mir leid. Naja, gut. Wir werden nicht 1936, nee, sondern 1939, weil, ob ihr es glaubt oder nicht, aber 1936 ist wirklich ziemlich schwer zu meistern, weil da hat man halt noch fast gar keine Verbündete als Deutschland und so. Und generell ist es halt viel schwieriger. Im August 1939, da also schon alles so ein bisschen vorbestimmt oder so, wie soll man sagen, weiß nicht. Irgendwie kann man nicht beschreiben. Das wird jetzt ein kleines Format hier auch. Ganz gemütlich. Hier, Deutsches Reich. Ich gehe immer gerne. So, hier hat man die Weltkarte. Alle Länder sind vorhanden, die es damals gab. Sogar Jugoslawien gibt es hier noch, die guten. Deutschland nehmen. Und ich erkläre euch mal ganz kurz meine Taktik, bevor wir hier jetzt starten. Achso, erst einmal die Spielregeln einstellen. Historische KI-Schwerpunkte. Wollen wir es uns so haben, dass die KI... Bruder. Das ist jetzt schwer. Na gut. Machen wir es. Machen wir die historischen KI-Schwerpunkte, okay? Okay, jetzt erkläre ich mal meine Taktik. Also, ich habe vor, Italien zu rekrutieren, aber das meine ich schon in meinem Bündnis sogar. Und dann würde ich mir noch gern entweder Jugoslawien oder Rumänien dazu holen. Und dann werde ich eine Offensive gegen Polen starten. Dann wird Polen eingenommen. Dann holen wir uns die kleinen Länder, Niederlande, würde ich sagen. Belgien ist ein bisschen sehr stark eigentlich. Deswegen erstmal Niederlande. Dann gucke ich mal, ob ich mit auch Dänemark gönne. Und ich denke, nachdem ich Polen und Niederlande und Dänemark angegriffen habe, wird das Vereinigte Königreich und Frankreich mit dem Krieg erklären. Ich werde ganz viel Luft... Ach, wisst ihr was, es geht schon wieder so weit. Wir starten. Ich habe jetzt vergessen, meine Nation zu stärken. Naja, ist auch egal. Wir müssen nicht gestärkt werden. Wir können das gut. So, okay. Fangen wir an. Ja. Italien. Gut, Italien ist auf meiner Seite. Jugoslawien nimmt mich an. Staatsreich inszenieren. Popularität steigern. So, Bulgarien können wir ganz kurz einladen. Super. Ungarn nimmt nicht an. Normalerweise nimmt Ungarn an. Ist auch egal. Mal gucken, warum nehmen die nicht an. Okay, ja. Wir haben ein bisschen viel Minus bei Ungarn. Muss man mal gucken, ob wir gleich einen Blitzkrieg gegen Ungarn starten. Keine Ahnung. Alles klar. Warte kurz. Ich muss mich kratzen. Oh, wir haben ja jetzt genug Zeit zum Angriff gegen Polen. Ich würde gern spätestens 1940, wir haben gerade 1939, Hochsommer, würde ich gerne Angriff gegen Polen starten. Auf jeden Fall wird Russland auch noch Polen angreifen, heißt also, wir sind ein bisschen im Vorteil dann. Und dank dem Hitler-Stalin-Pakt werden wir dann auch ein bisschen Dings kriegen. Naja, was soll's. Wir starten also einfach mal, würde ich sagen. Ja, aufhaben. So, wir müssen jetzt... Ich baue einfach überall eine Militärfabrik hin. Einfach überall, immer, Digga. Überall des Dings. Ich schwöre, Digga, vertraut immer auf das Heilige überall. So, die beiden schönen Gebiete darf man nicht vergessen. Die werden nämlich irgendwie immer vergessen von den Leuten. So, und wenn wir dann die Fabriken alle gebaut haben... Unsere kleine Kriegsindustrie ist schon ein bisschen gestiegen. Gut. Was ich jetzt vorbereiten muss, sind Abwehrgeschütze in jedem Land eines. Weil, Leute, man ist gefickt. Wenn da irgendwie England oder so
mit seinen Bombern kommt, oder ihr seid gefickt, ihr könnt nicht tun. Deswegen immer Flugabwehr haben, wichtig ist. Gut, und jetzt wichtig. Mal kurz. Ja. Also wir werden dann im Krieg mit Frankreich sein. Und damit die nicht hier vordringen, in dieser kleinen Linie, brauche ich hier Befestigungen. Ich habe da sogar schon Befestigungen, aber ich brauche noch mehr Befestigungen. Befestigungen sind wichtig. Noch Radarstation. Hintergrund. Hier jetzt gerne noch eine. Super. Funktioniert das schon? Ja, das hätten wir dann. Gut. Wie viel wollte ich mir jetzt nochmal als erstes gönnen? Niederlande oder Polen? Polen. Gut, Polen. Ich greife mich alle nicht an, das ist gut. Also, dann müssen wir uns jetzt bereit machen. Müssen kurz ihre Ausrüstung kriegen. Na gut, warte. Die Infanterie. Ich muss die Produktion ein bisschen steigern. Sonst wird das hier eh nichts. Das können wir kurz schneller machen. Geben wir denen eine hohe Ausrüstungsrate erstmal. Gut. Jetzt kriegst du eine hohe Ausrüstungsrate. Fein, super. Gut, bereiten wir uns jetzt für den Angriff auf Polen vor. Also, ich werde hier den einen Trupp hinpacken und hier die andere, die Frisieren. Gut, die bilden jetzt aus, wichtig. Ja, jetzt können wir Forschungen starten. Lass mal gucken. Der Industrie, vielleicht den Rohstoffabbau. Das könnte wichtig werden. Ja, Rohstoffabbau ist immer gut. Gut, wir können uns jetzt noch einen nationalen Schwerpunkt holen. Freundschaft mit Japan können wir starten. Japan wichtig. Wichtig und richtig. So, die Schweiz hätte ich auch gerne noch meiner Seite gehabt, aber wir sind ein bisschen sehr weit im Minus mit denen. Keine Ahnung warum. So, Ungarn ist nicht auf unserer Seite, da sind wir auch ziemlich im Minus. Mal gucken, wen wir uns als Verbündete holen können, wer so Bock auf uns hat. Griechenland auch nicht so richtig. Ich hab das Gefühl, Griechenland wird zu uns passen. Ja, das ist jetzt... Schauen. Ja. Wir werden Polen bei dem Krieg erklären, auf jeden Fall. Dann haben wir die Slowakei als Unterstützung gegen Polen. Dann müssen wir hoffen, dass dann zeitgleich auch die Sowjetunion angreift, weil sonst Polen ist kein schwacher Gegner. Besiegbar. Aber nicht schwach. Also ich denke tatsächlich, Slowakei wird kein wirklich sehr starker Verbündeter sein gegen Polen, aber mal gucken. So, wie weit seid ihr ausgebildet? Bald, auf jeden Fall bald. Hätte ich gerne noch eine Panzerdivision. Wollt ihr nochmal alles haben? Ich dann Panzer, so.
Das ist hier auf Englisch gerade gewesen. Naja, gut. Ihr seid ausgebildet. Perfekt. Ja, hier sind die gerade irgendwo gespawnt. Muss man mal gucken. Ich glaube, die waren das, oder? Kann es sein? Kein Plan. Oder die, weiß nicht. Das hier wird auf jeden Fall sein, Danzig zurückzuholen und wohl schnell zu einer Kapitulation zu erzwingen, weil Kapitulation ist wirklich für beide Länder gut und empfehlenswert. Ich weiß nicht, ob Italien uns helfen wird gegen Polen. Ich glaube aber eher, dass die auf Frankreich angreifen werden. Weil man muss ja auch immer bedenken, Polen wird ja hier von Großbritannien und Frankreich beschützt. Und wenn wir das am Ende mit Frankreich in den Arsch schalten, das wäre ja auch kacke. Hier. Schön. So, ja. Ich sage mal, bald war schon ein Krieg, ne? Krieg können wir direkt erklären, wir brauchen keinen Krieg hier zu rechtfertigen. Wenn man ihre ganzen Grenzen zugemacht hat, ist, wissen die, was wir vorhaben. Ich stelle das hier kurz alles ein bisschen auf. So. Gebiet festgelegt. Dann machen wir hier. Wir sind hier gerade gespawnt. Wir sind nur einer, frage ich mich gerade. Naja, aber geht immer nicht wirklich für den Krieg. Kollege, ist halt ein. So, weil nur einer ausgebildet war. Ach so. Gottchen, bin ich doof. Wir müssen erst alle noch ausbilden. Muss ich kurz warten. Perfekt. Super. Jetzt haben wir unsere fünf Typen. Da würde ich sagen, brauchen wir eine hier. Super. Dann können wir hier. Nein, 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 nein. Einer. Einer, noch nicht richtig. Die haben wir jetzt aufgetrunken hier. Da könnte noch einer hin. Obwohl. Andere drei. Und der letzte hier. Ich denke, die Energie ist stark genug. Gucken wir noch nach Leibniz haben. Ich warte noch auf die Panzerdivision, dass die fertig ausgebildet wird. Boah, die brauchen noch lange. Boah, das wird bis Winter nichts, bis die fertig sind. Ja. Das ist im Winter fertig, die guten. Scheiße. Das ist wirklich scheiße jetzt. Dieselflugzeuge, was kann man da was erforschen? Ja, ist schon alles. Erforscht. In der Marine. Aber die erforschen. 1940 und 1941, oder da geht's richtig ab. Mit den Leoparden und so. Die brauchen wir dann für den Krieg gegen die Sowjetunion, aber erst einmal fangen wir klein an. Klein mit einem Land, das war so groß wie wir selbst. Naja. Komm.
Slowakei hilft uns ja, Italien kommt vielleicht mit ein paar Flugzeugen, wenn wir Glück haben. Machen die ab und zu mal so, wenn die keinen Bock haben, halt nicht. Ja. Und die Sowjetunion wird bald auch den Krieg erklären. In ein paar Monaten. Ich hätte sehr gerne Litauen auf meiner Seite. Aber es ist momentan nicht mal möglich. Für die Sicherheit von uns bedroht, ne? Scheiße. Ich hoffe, die Inszenierung des Staates bringt was. Ich hoffe ich wirklich. Der Türkei. Ich auch nicht. Ach, hat ganz frisch gemacht, mit der Türkei könnten wir Deal machen. Na gut, komm. Was für eine Vision hat das jetzt bald mal? Boah, 14% erst gut. Wir machen mal ein bisschen schneller hier. Das ist monströs, brutal. Fertig, fertig, fertig. Super, ich muss schon mal kurz gucken, wo spawnen die nochmal. Da schießen. Da sind die gespawnt. Fällen wir wieder schön auf. Hier wieder eine. Hier kann noch eine hin. Ja. Ich weiß, was du bleibst einfach direkt da. Das ist schon gut so. Ich mache mir halt eigentlich nur Sorgen wegen hier Königsberg und so, weil Bruder ist mir fast gar nicht geschützt. Wenn ich Polen wäre, würde Deutschland mir den Krieg erklären direkt rüber auf Königsberg. Ohne nachzudenken. Na gut, wenn das geregelt wäre, sehe ich jetzt den wunderschönen Krieg. Die Sowjetunion macht sich auch bereit, die rechtfertigt gerade Kriegsziele. Beendet am 8. März 1940. Okay, das dauert echt noch ein bisschen. Das dauert noch ein bisschen. Bis die Sowjetunion uns hilft. Wahrscheinlich sind wir da sogar schon mit Polen fertig. Ist auch egal. Wir starten jetzt den Krieg. Verbündete rufen. Wenn man das vergisst, dann erst einmal Pause. Gut, Slowakei hilft uns in diesem Krieg hoffentlich. Frankreich und das Vereinigte Königreich haben sich jetzt eingesetzt. Das wundert mich nicht. Ich hoffe halt nur, die greifen hier nicht an. Ich denke, die Verteidigung ist dafür stark genug. Die trauen sich nicht, anzugreifen fürs Erste. Die könnten angreifen und mich besiegen. Dann wären die hier eigentlich schon komplett durch. Also einfach mal, das machen die nicht, ne? Also gut. Jetzt pausiert und das gibt uns Zeit, die Angriffe zu planen. So. Leute, wenn beide drauf sind. Hier drauf. Hier drauf. Dies ist jetzt ein bisschen schwer irgendwie. Warten wir erstmal. Fast jeden Soldaten gekämpft. Bis hier soll das kämpfen. Gut, bis hier sind wir jetzt tief an der Front.
reden doch ab und zu mal hier. So, da sehen wir, Italien hat schon den Angriff gegen Frankreich gestartet, so muss das. Deswegen ist es immer gut, Italien auf deiner Seite zu haben. Auch wenn sie wahrscheinlich täglich verlieren werden. Ja, ist mir egal, ob irgendein afrikanisches Land in den Krieg geschickt hat, Digga. Kann mir eh nichts. Gut. Halbprovinz und Posen haben wir jetzt. Ja. Die schicken irgendwelche afrikanischen Länder da die ganze Zeit in den Krieg gegen mich. Ich glaube, die können mir nichts, ehrlich jetzt. Die können mir nichts. Was ist denn da los? Warum schafft es nicht, diesen Einbruch da auszuschalten? Ich wackel hier alles mehr, weil der putzt nicht weg. Komm, jetzt aber das auf, wo sind wir sonst? Einen guten Fahrt holen natürlich. Boah, ich weiß nicht, was du gerade von mir willst. Also, das ist einen sehr guten Fortschritt, was Polen angeht. Warum greifst du nicht weiter an, was hast du? Hier, angreifen. So, der wird auch einen Dienst leisten. Wie sieht es mit Slowenien aus? Oh, Italien kommt auch, um uns zu helfen, das ist ja süß. So, weiter mal, Warschau.
Stardust mit Ninja. Der macht das. Ja. Ich will, dass jeder irgendeinen Typen hat, den er anleiten kann. Platz, hört das hier mal uns. Das hier rüber. Das hier. Das ist gerade eine Mission noch so. Das ist doch mal gleich. Ich weiß nicht, was mit dem da falsch ist, aber das gut, erst einmal auf unser Lager abfangen. Polen ist fast besiegt. Gut. Also, dann brauchen wir jetzt ein paar Flugzeuge, ne? Sich um Westpolen kümmern. Hier fangen wir mal an. Oh ja, das tun wir. Da wird man dann jetzt. Aber wir gewinnen sehr viele Schlachten, wie man sieht, ne? Ja, die Sowjetunion muss gerade noch seine Kriegsziele rechtfertigen, ne? Weil sonst können die nicht angreifen. Italien hat ein bisschen Fortschritt gemacht. Sehr gut zusammen. Aber das war nicht. Ich will die anderen wie direkt dabei machen. So muss man es sehen, weil das so ein bisschen. Was schaut gerade mit uns? Dann dauert es eh nicht mal lange. Bis Polen kapituliert. Alles andere wäre doof. Spätestens wenn ich die Sowjetunion angreife, muss denen so hart der Arsch fallen, dass sie aufgeben. Hier drauf, noch weiter auf Warschau. Versuchen, das da anzugreifen. Versuch es wert, ne? Hat Italien Krieg noch angegriffen? Nee, okay.
Wir machen es jetzt schnell hier. Wir bringen es jetzt schnell zu Ende. Nee, weil von hier drauf mal schnell an. Weil die zu töten, weil die schnell. Ich bin da jetzt wieder ab. Einer kommt gerade nicht erobert, ne? Auf, da geht es jetzt ganz schnell an der Front. Oh, hör doch auf, Mann. So, die werden wir jetzt besiegt. Dann hab ich zu dir. Die geht jetzt auf, das war schon. Ja, hör doch auf. Ja, jetzt ist es krass nochmal. Dann sieht Gott bei uns. Die Polen generell. Die Polen sowieso. Oh, jetzt Weihnachten, schön. Hab ich gar nicht gesehen. Ja, der kann am Tempel jetzt gerade nicht verstanden. So, auf wen greifst du gerade an? Jeder hat ein Ziel. Ja, der ist gut, der ist gut. Ich will dich immer noch sehr schön lassen. Das hier, ne? Ja. So, die Strecke war nicht mehr los, aber... Das ist hier immer jetzt endlich mal ein lanzigen Kampf. Wichtig. Ah, wie sieht's mit dem Italien aus? Ich glaube, da hat sich wirklich was verändert in letzter Zeit.
Lass dich mal ganz kommen. Das ist ja eigentlich auch. Ja, das ist sogar das. Also, war schon, so muss es sein. Das ist jetzt ihre Hauptstadt, frage ich mich. Das ist jetzt die Hauptstadt von Polen. Ich meine, das müsste eigentlich Krakau sein, ja? Das ist Krakau. Die Hauptstadt meine ich jetzt. Frankreich hat mich angegriffen, dann ist alles nach Plan aufgegangen. Ja, Krakau ist die Hauptstadt. Gut, dann will ich jetzt gleich auf uns. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen sollte. Ich kann nicht wieder Alternativen sehen. Aber Krakau gehört auf jeden Fall auch uns. Was ist jetzt ihre Hauptstadt? Grodno. Oder sind das Lust? Oder haben die schon keine Städte mehr? Da würde ich sagen, gut, das gucken auch noch, ne? Das schalten. Das spricht gegen keine Regel. Wie lange gibt es hier drauf? Ich bin schon schließlich hier auf dem Ende. Ja, greif an! Wir uns hier vor. Und zwar wichtig ist es, dass Warschau bei unserer Kampagne bleibt. Den machen wir. Spielen wir. Perfekt. Wir haben jetzt 40 mittlerweile. Wollen Sie ziemlich stark, oder? Die haben immer noch nicht kapituliert. Sie sind mutig, das war die Lösung.
Außer sie können bessere. Die weiß ich noch nicht ganz, was ich machen soll. Sie können einfach die gleich noch rein. Rodono? Rodono ist ziemlich gut beschützt. Ich weiß nicht, wie ich dagegen kommen soll, ehrlich gesagt. Wir müssen uns einfach weiter in Polen einbaggern. Und irgendwann werden die von selbst kaputt, ja. Gut, wir haben jetzt angefangen, mich anzugreifen hier. Und oh, ich bist ja auch noch. Vielleicht brauchen wir. So, schnell, Angriff. Schnell! Wir greifen. Ich glaube, ihr habt gewonnen, ne? Ihr habt verloren, meine Freunde. Ihr habt in sämtlichen Bereichen gerade verloren. Greifst du jetzt mal an, oder nicht? Müssen aber gleich rot sein, kann nicht mehr viel haben. Und nicht verteidigen. Gut. Keine Lust mehr auf mich. Ich hab keine Lust mehr auf Polen gerade. Wirklich. Es geht endlich mal sterben. Auf ihre Hauptstadt. Du bist hier unter Fach. Seitliche. So, die Sowjetunion hat jetzt auch den Krieg erklärt. Ich denke, jetzt bald wirklich auch nicht gesehen. Ja, ja. So, was ist jetzt ihre Hauptstadt? Lemberg. Polen hat kapituliert! Endlich! Es wird Zeit, Polen. Gute Zeit, liebes Polen. Okay, gut. Also, die Truppen können jetzt von da abrücken, oder? Also ich habe vor, dass wir 1942 der Sowjetunion den Krieg erklären. Ich denke, wir brauchen ungefähr 4 bis 5 Jahre, bis die Sowjetunion vollständig ausgelöscht ist. Obwohl, bis die kapitulieren, brauchen wir gar nicht mal so viel einzunehmen. Wo ist denn nochmal ihre Hauptstadt da, Moskau? Ja, komm. Aber wir werden uns bis 1942 erstmal um Frankreich und England kümmern. Eigentlich würde ich Frankreich gerne Italien überlassen. Weil, ja, Frankreich gehört eigentlich Italien, aber naja, wir werden mal gucken, ja. Wir werden mal gucken müssen. Mal hier angreifen können, obwohl das hier schon ziemlich schwer wird, eigentlich.
Ja, ich werde auf jeden Fall. Na, ist egal. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich bin auch nicht, wir sehen, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.